Flux FM in digitaler Gesellschaft. Bei mir im Studio ist Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft e.V., dem Berliner Verein, der sich für die Einhaltung von Grundrechten und Verbraucherschutz im Netz einsetzt. Schönen guten Tag, Volker, hallo. Hallo. Wir haben in den letzten Wochen gesprochen mit deinem Kollegen Alexander, und zwar zum einen über die Speicherung von Fluggastdaten und den Zugriff von Geheimdiensten auf verschlüsselte Kommunikation im Netz. Zum anderen, am heutigen Mittwoch allerdings, wollen wir auf offene WLAN-Netzwerke aufmerksam machen, beziehungsweise über dieses Thema sprechen, über das Thema Störerhaftung auch, das wir gleich auch nochmal erklären werden. Das Thema ist deshalb brandaktuell, denn gerade am heutigen Mittwoch hat die Bundesregierung über ein Gesetz diskutiert, das sich mit offenen Netzzugängen beschäftigt. Ich habe nochmal nachgelesen, im internationalen Vergleich steht Deutschland überhaupt nicht gut da, wenn es um Hotspots oder öffentlich zugängliche Netzwerke geht. Warum ist denn die Grundversorgung mit Internetzugängen, die ja Teil des Koalitionsvertrages eigentlich ist, warum ist die in anderen Ländern längst Standard, hier aber nicht? Das liegt an der Störerhaftung, die du schon erwähnt hast. Die Störerhaftung, das ist ein Haftungstatbestand, der wird abgeleitet aus dem Telemediengesetz und aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Und in beiden Fällen ist es nicht so ganz klar geregelt, wie eigentlich jetzt die Haftungspflichten oder auch Nichthaftungspflichten von Betreibern von WLAN-Netzen sind, die diese Netze für die Allgemeinheit öffnen. Mhm. Momentan sieht es so aus, dass man theoretisch, wenn man sein WLAN aufmacht und andere Leute eben darüber im Internet surfen, kostenpflichtig abgemahnt werden kann für Rechtsverletzungen, die die Nutzer über diesen WLAN-Zugang begehen. Und die meisten Menschen hier, die einen WLAN haben, möchten sich eben dieser Gefahr nicht aussetzen. Mhm. Die wollen dieses Risiko nicht eingehen und darum öffnen sie eben ihr WLAN nicht, sondern versehen es mit einem Passwort, verschlüsseln es, sodass andere nicht dran können. Und diese Rechtslage, wie es sie bei uns gibt, die gibt es eben in anderen Ländern nicht. Das heißt, in Skandinavien und in skandinavischen Ländern zum Beispiel ist es so, dass man ein offenes Netzwerk anbieten kann. Und auch wenn jemand illegal tätig würde in diesem offenen Netzwerk, könnte man dafür rechtlich eben nicht belangt werden. Ja, genau. Als Betreiber kann ich dann nicht belangt werden. Derjenige, der dann die Rechtsverletzung begangen hat, theoretisch schon, wenn man seiner habhaft werden kann, aber der Betreiber alleine nicht. Und genauso ist es auch in anderen Ländern, zum Beispiel in den USA. Da gibt es zwar sowas Ähnliches wie die Störerhaftung, aber da reicht es nie aus, dass ich einfach nur einen Zugang anbiete, sondern ich muss zum Beispiel aktiv dazu auffordern, über diesen Zugang Rechtsverletzungen zu begehen, damit ich dann in eine Haftung komme. Jetzt sagt ihr als Digitale Gesellschaft e.V., die Störerhaftung macht eben keinen Sinn, weil man damit auch keinen Rechtsbruch vermeiden kann. Wie lange setzt ihr euch denn jetzt schon dafür ein, dass man eben von dieser Störerhaftungsidee wegkommt? Wir selbst haben schon im Jahr 2012 einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eben einfach zu einer gesetzlichen Klarstellung im Telemediengesetz führt und eben klarstellt, WLAN-Betreiber haften nicht für Rechtsverletzungen, die andere über diesen Zugang begehen. Mhm. Dieser Gesetzentwurf, der wurde auch sogar schon zweimal in den Bundestag eingebracht, einmal von der Fraktion der Linken und einmal gemeinsam von Linken und Grünen, ist aber immer vor allen Dingen an den Stimmen der Union gescheitert. Jetzt habe ich ja vorhin schon erwähnt, das Versorgen von der Bevölkerung oder das Versorgen der Bevölkerung mit öffentlich zugänglichen Netzwerken steht im Koalitionsvertrag. In der Diskussion gibt es aber jetzt offensichtlich auch verschiedene Positionen von SPD und CDU. Welche sind das? Also die Bundesregierung selber hat im März dieses Jahres einen Gesetzentwurf vorgelegt, um diese Störerhaftung zu reformieren. Dafür gab es ganz böse Haue von ganz vielen Seiten, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, also alle möglichen Verbände haben sich da sehr kritisch zu geäußert. Dann wurde das Ganze nochmal überarbeitet und man hat so einen Entwurf gefunden, in dem man quasi zwei Bedingungen dafür, dass WLAN-Betreiber nicht mehr haften, formuliert hat. Zum einen hat man gesagt, sie müssen angemessene Sicherungsmaßnahmen gegen unberechtigten Zugriff auf ihr Netzwerk ergreifen. Das soll zum Beispiel eine Verschlüsselung sein. Und zum anderen sollen sie nur solchen Nutzern Zugang zu dem Netz gewähren, die vorher erklärt haben, dass sie darüber keine Rechtsverletzungen begehen werden. So, und jetzt mittlerweile ist die SPD an dem Punkt, wo sie sagt, diese Bedingungen müssen weg. Ja. Und die Union ist an dem Punkt, wo sie sagt, naja gut, also diese angemessenen Sicherungsmaßnahmen, darauf könnten wir vielleicht verzichten, aber diese rechtstreue Erklärung, also die Erklärung, der Nutzer wird keine Rechtsverletzungen begehen, die soll bitte drin bleiben. Und das ist eigentlich so der letzte verbleibende Knackpunkt, um den es auch heute in dieser Verhandlung zwischen Union und SPD geht. Und auch der ist aus eurer Sicht problematisch, also die rechtstreue Erklärung, weil man jemandem, nur weil er auf das Fensterchen klickt, indem er sagt, ich werde mich quasi ans geltende Recht halten, dem kann man ja unter Umständen jetzt auch nicht hundertprozentig trauen, dass da nichts passiert. Das ist ja im Prinzip eine sinnfreie Aktion. Ja, eine komplett sinnfreie Aktion, weil sie auch nicht sanktioniert ist. Also ich kann natürlich auf Ja klicken und hinterher eine Rechtsverletzung begehen und es
gibt dann keinerlei Sanktionen. Mhm. Also wer das für irgendwie eine sinnvolle Maßnahme hält, um Rechtsverletzungen zu vermeiden, der muss auch sagen, dass die Altersabfrage bei YouPorn eine effektive Maßnahme des Jugendschutzes ist. Ja? Aber wenn es nur das wäre, dass sie einfach wirkungslos ist, dann ist das eine. Das Gesetz schreibt zum Beispiel nicht vor, in welcher Form jetzt diese Erklärung abgenommen werden muss. Schriftlich, mündlich, elektronisch. Ja. Also da entsteht eine neue Rechtsunsicherheit. Ich als WLAN-Betreiber weiß es immer noch nicht ganz genau, was ich eigentlich machen muss, um aus der Haftung rauszukommen. Ja. Ja? Außerdem, wenn man das Ganze technisch lösen würde, wird man das durch eine sogenannte Vorschaltseite lösen. Mhm. Viele Router sehen das noch gar nicht vor als Funktion, so eine Vorschaltseite zu machen. Also brauche ich wieder eine extra Firmware. Ich muss mich da reinfuchsen. Wie macht man das eigentlich ganz genau, oder ich muss mir halt jemanden einkaufen, der das für mich macht. Und gerade für Kaffeebetreiber, für Gewerbetreibende ist das nochmal eine zusätzliche Ausgabe. Die können also nicht einfach hingehen, sich einen 30-Euro-Router aus dem Technikmarkt holen und dann einfach loslegen, sondern die müssen wieder einen Vertrag abschließen, dies, das. Also es wird sehr, sehr umständlich. Ja. Mhm. Und für den Privatmann ist es gar nicht interessant. Der möchte vielleicht altruistisch sein, ja, möchte der Allgemeinheit einen Netzzugang zur Verfügung stellen und zahlt dann eben noch drauf, weil er sich erst wieder einen Techniker vielleicht besorgen muss, der ihm dann so eine Vorschaltseite einrichtet. Hier in Berlin gibt es ja die Freifunker. Da kann man auch mal ins Netz kommen, ohne eben so eine Vorschaltseite, wenn ich genau. Das richtig mitbekommen habe. Die kriegen wir ja, wir haben ja hier so ein Freifunk-Antennchen auf dem Dach installieren lassen, weil wir uns da auch beteiligen wollten. Genau. Wie rechtssicher ist denn die Idee von den Freifunkern? Bewegen die sich quasi in der Grauzone gerade? Ja, die Freifunker bewegen sich nicht wirklich in der Grauzone, aber die müssen, sagen wir mal, einen Trick anwenden, um aus der Haftung rauszukommen. Die routen den Verkehr dann über das europäische Ausland, wo es eben die Störerhaftung nicht gibt. Und dann liegt der sogenannte Netzabschlusspunkt halt im europäischen Ausland. Aha. Und dadurch sind sie sozusagen hier nicht verantwortlich, weil sie einfach nur diesen Verkehr nach dahin durchtunneln, nach Schweden in der Regel. Mhm. Und dann ist da der eigentliche Punkt, wo der Zugang zum Internet liegt. Jetzt habe ich vorhin auch schon erwähnt, dass das Thema heute in Regierungskreisen diskutiert worden ist oder vielleicht auch noch diskutiert wird, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wie sind denn da eure Prognosen? Wird sich da noch was bewegen zum Thema offene Netze für alle oder was ist da euer Eindruck? Ja, das ist relativ schwierig zu sagen, was da jetzt ganz genau passieren wird. Das hängt so ein bisschen von dem Verhandlungsgeschick der beteiligten Verhandlungsparteien, also hier dann die Vertreter von SPD und Union. Davon hängt so ein bisschen ab. Es gibt sicherlich eine Möglichkeit für einen Kompromiss und das wäre zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal die Netze bedingungslos auf. Also ja. Wir schaffen die Störerhaftung ab, ohne irgendwelche Bedingungen. Und im Gegenzug machen wir nach 2 Jahren mal eine Evaluation. Wir bewerten also, ist es denn jetzt tatsächlich über offene WLAN so häufig zu Rechtsverletzungen gekommen? Oder wie gefährlich ist das eigentlich? Was sind eigentlich die Auswirkungen? Ein Zeitraum von 2 Jahren, der ist überschaubar, der ist auch beherrschbar. Und falls man dann feststellen sollte, nein, es war ein vollkommener Irrweg, na, dann kann man es ja auch wieder zumachen, die Netze. Ja. Das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur hat ja so einen Versuch im Prinzip schon gestartet. Und da war das Ergebnis welches? Das weiß ich nicht ganz genau. Das müsste man die tatsächlich mal direkt fragen, ob es denn da zu Rechtsverletzungen gekommen ist. Das weiß ich in dem Fall nicht ganz genau. Allerdings gab es andere Modellversuche, zum Beispiel von Kabel Deutschland und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg oder auch von Vodafone, die über einen längeren Zeitraum offene WLAN-Hotspots angeboten haben. Und die sagen ganz klipp und klar, wir konnten keinerlei Rechtsverletzungen feststellen. Wir haben keinerlei Probleme mit Rechtsverletzungen durch Nutzerinnen und Nutzer gehabt. Jetzt leben wir in Zeiten, in denen im Prinzip eine Grundversorgung mit offenen Netzen eigentlich zur Grundversorgung auch der Bevölkerung gehören müsste. Was kann man denn jetzt als Einzelne tun, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Druck auf die Politik auszuüben? Ja, Druck ist eigentlich genau das Stichwort. Ja, das ist eigentlich das, was wir jetzt noch brauchen. Die Entscheidung wird wahrscheinlich relativ kurz bevorstehen. Mitte Februar wird es wahrscheinlich soweit sein, dass das Gesetz verabschiedet wird. Und was der Einzelne jetzt noch machen kann, ist, die Bundestagsabgeordneten zum Beispiel zu kontaktieren und sie aufzurufen, eben für wirklich offene WLANs zu stimmen. Ja, wir haben als digitale Gesellschaft auch gemeinsam mit den Freifunkern ein Tool entwickelt, das nennt sich PR-Generator, findet man auch bei uns auf der Seite und da findet man recht einfach ein vorformuliertes Schreiben, was man ausdrucken und an seinen Bundestagsabgeordneten beispielsweise schicken kann. Und im Grunde alles, was jetzt irgendwie öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema schafft, einen öffentlichen Druck schafft, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Jetzt hast du mir gesagt, dass ihr der nächsten Woche auch nochmal Away from Keyboard in Real Life anzutreffen seid. Was ist das für ein Termin? Wo findet der Stadt und was kann man da von euch erwarten?
Das ist unser netzpolitischer Abend, genau genommen der 45. netzpolitische Abend. Der findet statt ab 20 Uhr am kommenden Dienstag in der Seabase. Das ist in der Rungestraße. Findet man im Netz ohne weiteres, findet man auch auf unserer Seite. Der Eintritt ist frei und da werden wir unter anderem einen sehr besonderen Gast haben, nämlich Peter Schaar, den früheren Bundesdatenschutzbeauftragten. Und der wird ein bisschen was erzählen über die europäische Datenschutzreform, die jetzt gerade in den letzten Zügen sozusagen liegt. Und ja, da wird er ein bisschen einen Einblick geben und auch die Frage, wie wird es mit transatlantischen Datenflüssen weitergehen? Also Stichwort Safe Harbor. Mhm. Was erwartet uns da? Und über das Safe Harbor-Thema sprechen wir unter Umständen am nächsten Mittwoch dann auch schon, wenn es hier in die nächste Ausgabe geht, der Rubrik in digitaler Gesellschaft auf Flux FM. Wer sich noch weiter informieren möchte über die Themen, die wir bisher besprochen haben, es gibt ja auch kleine Filmchen, die hier immer mitgedreht werden, wo man nochmal nachgucken kann, über was wir diskutiert haben. Wer sich da informieren möchte, der geht am besten bei euch auf der Seite vorbei auf digitalegesellschaft.de. Bei mir im Studio war Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft e.V., dem Berliner Verein, der sich für die Einhaltung von Grundrechten und Verbraucherschutz im Netz einsetzt. Wir haben gesprochen über offene WLAN-Netzwerke. Wie gesagt, wer da noch mehr zum Thema nachlesen möchte, kann das am besten tun auf eurer Website. Die Adresse lautet digitalegesellschaft.de. Vielen Dank, Volker. Gerne. Tschüss.